Ich hoffte, wir könnten ungestört reden. Tun wir das nicht gerade? Richtig, natürlich tun wir das. Eure Tändeleien. Mit mir. Ich habe sie bemerkt. Außer ich bilde mir das nur ein, was durchaus möglich ist. Wenn es euch unangenehm ist, kann ich jederzeit damit aufhören. Ihr könnt mich nicht umwerben, falls das eure Absicht sein sollte. Es ist unmöglich. Sagtet ihr gerade, ich könne euch nicht umwerben? Ja, und? Nichts, es klingt nur ein wenig förmlich. Und das ist schlecht, oder was? Bin ich niemand, den man angemessen umwerben könnte? Ist es das, was ihr wollt? Nein. Doch, genau das ist es, was ich will. Ich will einen Mann, der mein Herz erobert, der mir Blumen bringt und mir bei Kerzenschein Gedichte vorliest. Ich will es perfekt. Ihr seid der Inquisitor und der Herold Andrastes. Ihr könnt nicht dieser Mann sein. Wollt ihr mir nicht einmal die Chance geben, es zu versuchen? Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Wir sehen ständig dem Tod ins Auge, Inquisitor. Das ändert nichts an meinen Gefühlen. Es ändert alles. Hier muss irgendetwas sein. Bitte, mein Sohn, sag nichts. Lass die Träume einfach nur Träume sein. Du weißt, ich werde dich immer lieben. Aber im Moment ist es nicht mehr. Ihr müsst dieser Oberflächler sein, den man den Inquisitor nennt, richtig? Ich wünschte, ich könnte euch ein paar Bücher verkaufen. Ach, verdammt, ich wünschte, ich könnte irgendwem ein paar Bücher verkaufen. Also, was genau ist passiert? Oberflächler sind passiert. Ich hatte mein gesamtes Geld für Bestechungen ausgegeben, nur um dann feststellen zu müssen, dass die verdammten Templer meinen Wagen überfallen haben. Sie dachten, ich würde die Robenträger mit Vorräten versorgen. Und jetzt ist er irgendwo da draußen. Habt ihr in eurem Wagen auch Gedichtbände? Natürlich. Magier lieben diesen Kram. Nur mir bringt das jetzt leider überhaupt nichts.
Zweck eine Katastrophe. Und das wisst ihr auch. Guten Morgen, Val Royo. Ich bin die Charlatan. Sie werden schon bald eine neue Göttliche ernennen, die euch dazu zwingt, für uns einzustehen, anstatt nur euresgleichen zu beschützen. Diese Wahrheiten hat der Erbauer mir... Beim Erbauer... Der Inquisitor höchstpersönlich. Möchtet ihr vielleicht einen Strauß Blumen, euer Gnaden? Die Rosen sind zu dieser Jahreszeit absolut atemberaubend. Und er ist. Ich war tatsächlich auf der Suche nach Blumen. Wirklich? Und für welchen Anlass, wenn ich fragen darf? Für eine Freundin. Oh, nun, dann kommen ein paar Wildblumen natürlich nicht in Frage. Ich habe genau das Richtige für euch. Ich werde sie euch auf die Himmelsfeste schicken. Es sind seltene Schönheiten, die eure Dame verzaubern werden. Ich kann einfach nicht aufhören, über unser Gespräch nachzudenken. Ihr habt doch nicht wirklich vor, mich zu umwerben, oder? Ich sagte, ich würde es tun. Und genau das werde ich auch. Ich glaube euch, aber... Ihr klingt nicht, als würdet ihr mir glauben. Es sollte keine Herausforderung sein, My Lord. Ihr müsst es nicht tun, nur weil ich angedeutet habe, ihr könntet es nicht. Es ist ganz einfach. Mir liegt etwas an euch. Ihr macht die Dinge wirklich gerne kompliziert, nicht wahr? Ich würde mich gerne mit euch unterhalten. An einem ungestörten Ort. Oh, und wie ungestört? Es gibt direkt außerhalb der Himmelsfeste einen Hain. Trefft euch dort mit mir. Wenn ihr sicher seid... Das bin ich. Vertraut mir. Die kahlen Zweige blühen auf. Ein lauer Wind hebt an. Er trägt den Hauch von Blütenduft, süß wie des liebsten Kuss. Bringt Hoffnung, Träume, Glück herbei, gleich einem sanften Fluss. Das kann nicht euer Ernst sein. Wenn ich mich recht erinnere, war eure Wunschliste äußerst konkret. Und da habt ihr euch dieses Gedicht ausgesucht? Was gibt es daran auszusetzen? Carmenum de Amatus. Ich dachte, es sei verboten. Sein verheißender Kuss, wie ein stummes Gebet. Durchdringt meinen Geist, mein Körper, er fleht. Seine Augen... Ein Spiegel voll Sternenglanz. Ich gebe mich hin, bin bereit für den Tanz. Zum Leben erwacht, tauche ich ein in die Nacht. Lesen wir noch eins. Sie werden zwei Dinge von mir sagen. Dass ich an der Seite des Inquisitors stand, als Beschützerin und Geliebte, dass es so bestimmt war. Oder sie werden sagen, dass mich die Listen eines Wahnsinnigen vom Weg des Glaubens abbrachten. Was Sie sagen, ist mir egal. Was glaubt ihr? Ich glaube, ihr seid ein ehrlicher Mann. Ich glaube, ihr seid eine Figur im Plan des Erbauers.
Abgesehen davon glaube ich, dass ihr zu allem fähig seid. Und das macht mir Angst. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gefühlt. Ich war in meinem Leben nur mit einem Mann zusammen. Einem Magier, mit dem ich durch die Lande reiste, als ich noch sehr jung war. Er starb beim Konklave. Ich werde nicht zulassen, dass Korypheus gewinnt. Und ich lasse nicht zu, dass er mir euch wegnimmt. So wie ihr das sagt, glaube ich es euch. Gut.